Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. Ja, wir starten in diesem Mittwoch mit dem spannendsten Thema dieser Tage. Die Politik, aber auch das ganze Land diskutiert über die Justiz. Und da interessiert uns natürlich, was sagt der wortgewaltigste Oppositionspolitiker dazu? Willkommen, Herbert Kickl. Grüß Gott. Bei Fellner live. Schön, Sie wieder mal da zu haben. Ich habe schon Entzugserscheinungen fast. Das ist gut ohne so. Sie. Ist gut? Ist gut ja, so, ja. Wunderbar, weil Sie sind ja da in die Berge. Nein, das ist gar nicht wahr. Aber ich kann ja nicht jeden Tag bei Ihnen vorbeikommen. Sie und holen sich da ständig sozusagen ein bisschen die Inspiration für die nächsten Monate in der frischen Luft. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man ein bisschen einen Ausgleich hat zum Büroalltag. Und zum Ärgern gibt es ja wirklich genug, wenn man sich die innenpolitische Situation gegenwärtig anschaut. Kann ich mir vorstellen. Ihnen muss ja, wie es so schön heißt, das Geimpfte aufgehen, wenn Sie plötzlich sehen, wie der Herr Bundeskanzler, der Ihnen ja immer vorgeworfen hat, Sie würden sich in die Ermittlungen und in die Justiz einmischen, sich plötzlich meldet und sagt, also in unserer Justiz läuft es schief. Und das gehört dringend reformiert und da muss was passieren, damit die politische Schlagseite der Justiz und die Leaks, die sogenannten Löcher in der Staatsanwaltschaft sozusagen einerseits gestopft und andererseits beendet wird. Einerseits müsste Sie das freuen, andererseits glaube ich Sie so zu kennen, dass Sie sagen, da geht man das Geimpfte auf, oder? Herr Fellner, da geht mir wirklich das Geimpfte auf. Und zwar aus folgendem Grund, weil nämlich ein Teil der sonst so kritischen Medienöffentlichkeit dem Herrn Kurz da gnadenlos auf dem Leim geht. Der Herr Kurz ist, was das betrifft, im wahrsten Sinne des Wortes ein falscher 50er. Der Hintergrund seiner Justizkritik ist nichts anderes, dass er dabei ertappt worden ist, wie er in einem sogenannten Hintergrundgespräch, was ja nichts anderes ist als der Versuch einer massiven Einflussnahme auf journalistische Berichterstattung, wie er dort versucht hat, die WKStA in einem weiteren Schritt der ÖVP-Strategie an die Kandare zu nehmen, dadurch, dass man sie in Wahrheit öffentlich diskreditiert. Das ist eine ÖVP-Strategie, die der Herr Kurz und seine Leute seit längerem verfolgen. Ein paar Stationen nur. Sie wissen, dass wir im Innenressort Anklagen haben gegen zwei Sektionschefs. Dreimal dürfen Sie raten, welche Staatsanwaltschaft da dahinter ist. Die WKStA verfolgt hier zwei schwarze Sektionschefs. Dann gibt es eine Anklage gegen den Geschäftsführer im Stadterweiterungsfonds. Das ist der nächste, der sehr tief drinnen hängt in diesem schwarzen Netzwerk. Dann wissen Sie, dass es eine Hausdurchsuchung im BVD gegeben hat, durchgeführt von der WKStA. Wo man sich sozusagen aus der ÖVP-Perspektive erdreistet hat, nicht auf das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung zuzugreifen. Sie wissen nicht, das ist das Amt, wo man den jetzt mit leicht exhibitionistischen Zügen, da den Herrn mit dem Bademantel, ja, der das Amt mit einem Saunaclub verwechselt hat, aus dem Verkehr gezogen hat, sondern eine andere Polizeieinheit genommen hat. Und wo man sich erdreistet hat, nicht alle anderen Stellen im ÖVP-System, in der Staatsanwaltschaft und im Justizministerium vorab zu informieren. Wahrscheinlich, weil man geglaubt hat, dass was verpfiffen wird. Und jetzt kommt der Super-GAU für den Herrn Kurz. Da wird der Leidensdruck dann riesig groß. Jetzt ist plötzlich noch der Herr Löger und der Herr Rottensteiner, das heißt ganz dicke Fische im ÖVP-Netzwerk, sind jetzt auch im Visier der WKStA. Und ein ganz wichtiger Mann, und das ist der Thomas Schmidt, das ist der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium. Der ist überhaupt der Dreh- und Angelpunkt eigentlich dieser schwarzen Machtspiele und Machtnetzwerke. Der ist auch noch im Visier der WKStA. Und da ist der Leidensdruck so groß geworden, dass man gesagt hat, also dieses Kontrolldefizit, das können wir nicht mehr hinnehmen, da muss eingegriffen werden. Blöderweise ist er erwischt worden. Kurz vorher ist der Billner-Check erwischt worden, wo er sich mit zwei Kapazundern da zu einem VIP-Treffen im Justizministerium verabredet. Und dann hat er die Vorwärtsbewegung eingeschlagen. Dann hat er plötzlich davon gesprochen, ein Reformprojekt in der Justiz einleiten zu wollen. Und jetzt war ich mit ihm lang genug in der Regierung, dass ich genau weiß, das hat ihn keine Sekunden gejuckt. Ich hab ja die Regierungsverhandlungen erlebt und ich habe erlebt, dass selbst der Justizminister Moser, seiner Partei zugehörig und nicht unsere, keine Chance gehabt hat, irgendwo mehr Geld oder mehr Personal zu bekommen. Da haben ja wir noch aushelfen müssen. Weil wir gesagt haben, so geht es nicht weiter. Beispiel Bundesverwaltungsgericht und Ähnliches. Also der Kurz ist ertappt worden und damit es nicht so blöd ausschaut, hat er sich jetzt eine Strategie zurechtgelegt und gesagt, mir geht es ja nur um eine Reform und die ganzen kritischen Journalisten gehen diesem Herrn Kurz auf den Leim. Da geht mir das Geimpfte auf. Ein falscher 50er. Ja? Jetzt sind Sie mir aber nicht böse, Herr Kickl,
der Herr Kurz hat ja eigentlich nichts anderes gesagt als Sie, ja, schon Monate vorher. Sie haben ja immer gesagt, diese Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft ist eigentlich eine linke Partie, ja, die primär ja, FPÖ-Politiker verfolgt, natürlich. Ja. Sie haben sich wahnsinnig aufgeregt, wie die das Handy vom HC Strache beschlagnahmt haben. Moment, aber das war nicht die WKStA. Also und Sie haben sich vor allem aufgeregt, da kann ich mich noch sehr gut erinnern, über die Löcher in diesem Justizapparat, dass immer Details der Ermittlungen nach außen dringen. Und Sie haben gesagt, das dringt immer bei FPÖ-Politikern nach außen und bei anderen nicht. Genau. Das sagten Sie doch selber. Ja. Eigentlich müssten Sie doch dem Herrn Kurz jetzt einen Blumenstrauß schicken und sagen, danke, lieber Sebastian, dass du endlich wieder mal von mir eine Idee aufgegriffen hast. Nein, Herr Fellner, ich glaube dem Herrn Kurz nicht, weil ich ihn kenne und weil ich weiß, dass ihm die Justiz und die ganzen Probleme der Justiz, übrigens bis hin zur Justizwache und so weiter, ja, dass ihm das in Wahrheit völlig wurscht ist. Er ist nur ertappt worden bei etwas, was man als Bundeskanzler nicht tut und versucht, aus der Not der Tugend zu machen. So, und jetzt können wir gern über Netzwerke in der Justiz reden. Kurz tut so, als ob es nur rote Netzwerke gäbe, als ob es nur die WKStA gäbe. Aber was ist mit den schwarzen Netzwerken? Ich behaupte das nicht. Ich gehe davon aus, dass dort anständig und unabhängig ermittelt wird. Aber wenn der Vorwurf vom Herrn Kurz kommt, dass das ein rotes Netzwerk ist, dann möchte ich von ihm auch dorthin, möchte ich haben, dass er auch dorthin schaut, wo wir wissen, dass es schwarze Netzwerke gibt. Zum Beispiel. Das sind viele Staatsanwaltschaften unter dem Kommando des Sektionschefs im Justizministerium. Des Herrn Bilnacek. Und das ist ein schwarzes Netzwerk. Da braucht die Frau Zadic jetzt gar nicht weit gehen. Sie braucht gar nicht in ein anderes Ressort schauen, sie braucht sie nur im eigenen umschauen und wird schon fündig werden. Und da höre ich nichts vom Herrn Kurz und deswegen ist er nicht glaubwürdig. Und was und jetzt, Herr Fellner, bitte eines, auch zum Thema Diskussions- oder Gesprächskultur. Sie sind ja ein Mann der sozialen Medien und Sie lesen sicher auch, was die Leute unter den Gesprächen reinposten und die sagen immer, sie sollen nicht so viel unterbrechen. Das wäre ein Akt der Höflichkeit den Zusehern gegenüber. Von mir rede ich ja gar nicht. Sie unterbrechen dauernd, deswegen sage ich das jetzt einmal. Herr Kickl, ich unterbreche Sie ungern und ich will Sie auch nicht unterbrechen, aber eins möchte ich schon sagen. Ich kenne x Aussendungen von Ihnen, wo Sie gesagt haben, unser Justizsystem ist eigentlich marot, gehört dringend reformiert, ist parteipolitisch unterwandert und nicht unabhängig, braucht dringend mehr Geld. Und sollte nicht in roten und schwarzen Netzwerken gehen. Herr Fellner, jetzt noch einmal. Von schwarzen Netzwerken habe ich bei Sebastian Kurz nichts gehört. Das sind aber die bestimmenden Netzwerke in der Justiz. Ja? Das muss man sich einmal anschauen, wie dort systematisch Führungspositionen in der Justiz besetzt werden, wie es dort systematisch ein Zusammenspiel zwischen Innenministerium und Justizbehörden gibt. Das kommt beim Herrn Kurz nicht vor. Der beschäftigt sich nur mit der WKStA und nur mit den Fällen, wo ÖVP-Leute ein Problem haben. Und jetzt bin ich bei den Leaks. Sagen Sie mir ein Leak, ein einziges Leak, wo irgendjemand von der ÖVP zum Handkuss gekommen wäre. Ich kenne keines. Sie können die Chatprotokolle. Das Rottensteiner. Aber das haben Sie alles aus dem Strache-Handy. Jetzt sind aber die Handys beschlagnahmt worden vom Herrn Rottensteiner, die Handys vom Herrn Schmidt, glaube ich, die Handys vom Herrn Löger. Haben Sie da schon einmal irgendetwas gelesen? Das kommt alles da oder aus einer Ecke, wo es darum geht, der FPÖ zu schaden. Und die langen Verfahren, Grasser und Ähnliches, was wirklich ein Skandal ist, das hat den Kurz nicht gestört, bis sein Hintergrundgespräch aufgeflogen ist. Und deswegen sage ich es auf falscher 50er. Sie selber sind ja aufgetreten und haben selber gesagt, das, was derzeit in Österreich bei diesen langen Verfahren abgeht, ist indiskutabel. Ja. Dass man nur 10.000 Euro kriegt, darf nicht sein. Das muss dringend reformiert werden. Ihr Vorschlag? Ja, und wir werden sofort bei der nächsten Plenarsitzung einen entsprechenden Antrag einbringen, dass diejenigen, die quasi mit enormen Kosten konfrontiert sind, wo dann nicht einmal eine Anklage erhoben wird, also wo schon dann das Ermittlungsverfahren eingestellt wird, dass die eine entsprechende Entschädigung bekommen, die angemessen ist, dass man nicht auf den Kosten sitzen bleibt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für diejenigen, die am Ende dann rechtskräftig einen Freispruch auch haben, weil sonst ist ja die paradoxe Situation gegeben, dass der zwar strafrechtlich unschuldig ist, aber sozusagen ökonomisch ruiniert. Das ist ja ein Wahnsinn. Hat aber den Herrn Kurz nie gestört bis jetzt. Jetzt, wo maßgebliche Leute aus seinem Netzwerk
das Fadenkreuz der Justiz quasi auf der Stirn spüren. Jetzt kommt er in die Gänge und das ist mehr als durchsichtig. Und er tut wirklich so, als ob nur die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Österreich Ermittlungen führen würde. Und er vergisst völlig das Netz, das die ÖVP und niemand anderer seit 2008 im Justizressort aufgebaut hat, wo dann seltsame Dinge zum Vorschein kommen, wie eine jetzige Ministerin, die dann Oberstaatsanwältin ist, ohne jemals in einer Staatsanwaltschaft gearbeitet zu haben. Das ist doch alles absurd, aber es ist alles Kohl am Schwarz. Das ist die Frau Edtstadler. Die Frau Edtstadler ist Oberstaatsanwältin. Ja, er stellt sie ja überall vor als Expertin für Korruptionsbekämpfung, weil sie Staatsanwältin ist. Aber das ist eine Staatsanwältin ohne Staatsanwaltschaft. Das ist ja Wahnsinn. Und dann gibt es auch einen Sektionschef da drin. Ich glaube, der ist auch sowas Ähnliches wie Oberstaatsanwalt. Der hat auch noch nie eine Staatsanwaltschaft von innen gesehen. Und das alles ist kohlrabenschwarz. Und wenn man jetzt in der Justiz aufräumen will, dann muss man sich auch diese Dinge anschauen. Da sagt er aber nichts dazu. Da höre ich kein Wort. Und die Frau Zadic ist nur mehr Passagier im eigenen Ministerium. Über das reden wir gern. Aber zuerst, Herr Kickl, Sie selber sind ja der Meinung, eine Justizreform in dem Land ist dringend notwendig. Und zwar welcher Art? Ja, ich bin überhaupt der Meinung, ich glaube erstens einmal, dass eine Justiz insbesondere im Bereich der Staatsanwaltschaften unabhängig von jedem Parteiinteresse geführt werden soll. Eine Justiz darf niemals den Anschein erwecken, dass sich da irgendwelche Leute richten können, dass wir quasi eine Zwei- oder Drei-Klassen-Justiz haben. Ich meine, wer ist denn in der Lage, sich so irgendwie nebenher einen Termin beim obersten Strafrechtszuständigen im Ministerium zu organisieren, aus dem Status des Beschuldigtseins heraus? Das ist ja alles ein Ding der Unmöglichkeit. Und wenn das in Polen passiert oder in Rumänien, dann sind unsere, der Herr Kurz und andere, die Ersten, die mit den Fingern dorthin zeigen und sagen, die Justiz ist in Gefahr. Und eine Justiz, und das ist eine andere Geschichte, da müssen die Richter auch einmal überlegen, wie das weitergehen soll, muss manchmal bei den Urteilen darüber nachdenken, ob Urteile gesprochen werden, die die Leute noch nachvollziehen können. Ja? Also für Kapitalverbrechen oft 3-4 Jahre, für Eigentumsdelikte 10 Jahre und noch mehr und der ökonomische Ruin hinten drauf. Ich weiß nicht, ob da die Verhältnismäßigkeit noch stimmt. Also Ihre Vorschläge für die Justizreform sind erstens, es muss andere Entschädigungen geben, nämlich für Leute, die freigesprochen werden. Da werden wir gleich sehen, ob wirklich ihre Kosten. Da werden wir dann gleich sehen, das gibt es in anderen Ländern, die sind uns, da weit voraus. Ja. Weil das ist nämlich dann auch ein Beitrag, dass sich die Staatsanwaltschaft dann sehr genau überlegt, wie lange hier die Untersuchungen gegen Leute, die wahrscheinlich unschuldig sind, geführt werden. Das ist auch ein Beitrag zur quasi Beschleunigung und das ist ein Akt der Gerechtigkeit gegenüber denjenigen, die da oft wie die Sau durchs Dorf getrieben werden. Da kommt jetzt ein Antrag in der nächsten Parlamentssitzung. Genau, dann werden wir gleich sehen, was die ÖVP und die Grünen machen. Kommt auch ein Antrag auf Erhöhung der Budgetmittel der Justiz? Da waren Sie ja auch immer dafür, haben es aber in Ihrer Regierungszeit nicht durchgebracht. Ja, Moment einmal. In unserer Regierungszeit kann ich mich noch genau daran erinnern und jetzt muss ich fast das Wort für den Herrn Kollegen Moser ergreifen, ja, der nicht mein Freund ist, ja. Aber dass er darum gerungen hat, mehr Geld für die Justiz zu bekommen. Wir haben immer darauf geschaut, dass auch die Justizwache hier entsprechend mit zum berücksichtigt Beispiel, ja, wird. Weil genau. Das sind sowieso die Stiefkinder, immer schon gewesen der ÖVP. So, und die Antwort vom Herrn Kurz war, das muss man im System einsparen. Da muss man einfach effizienter werden und dann geht sich das schon alles aus. Und deswegen hat es auch nicht mehr Personal für die Justiz gegeben. Und es war dann die Freiheitliche Partei, damals mit dem Vizekanzler und für die Beamten zuständigen Vizekanzler eben Strache, wo wir gesagt haben, dann stellen wir die Planstellen zur Verfügung. Ja? Für die Justiz. Für die Justiz, nicht für die Justiz insgesamt. Und ich weiß noch, und dann ist das nächste Ansuchen von der Justiz gekommen, weil sich Moser innerhalb der ÖVP nicht durchsetzen konnte, dass wir vom Innenressort aushelfen mit entsprechenden Richtern fürs Bundesverwaltungsgericht, weil dort viel zu wenige sind, um die Asylentscheidungen abarbeiten zu können in der Instanz. Das heißt, dem Herrn Kurz war die Justiz wurscht. Sie hat ihn erst jetzt zu interessieren begonnen, wie die eigenen Leute ins Visier gekommen sind. Die Frage war, kommt auch ein Antrag auf Erhöhung der Budgetmittel? Wir gehen jetzt in Budgetverhandlungen. Jetzt werden wir schauen, was die vorlegen. Jetzt haben sie alle versprochen, dass es mehr wird. Zahlen habe ich noch keine gehört. Wie viel gehört, muss aber es mehr werden, Ihrer Meinung nach? Sie sind ja ein Experte. Ein Experte bin ich nicht, ich höre jetzt auf das, was der Justizminister Jablona auch gesagt hat. Ich glaube, der hat von etwa 150 Millionen Euro gesprochen. Ja. Damit man nicht nur den Betrieb weiterführt, sondern damit man tatsächlich Effizienzsteigerungen zustande bringt. Und jetzt werden wir den Herrn Kurz beim Wort nehmen. Das, was es braucht, das muss es, das, was kostet, das muss gezahlt werden. Die Leute haben
ein Recht darauf, dass die Justiz parteiunabhängig funktioniert und dass sie ausreichend mit Budget ausgesteuert ist, damit diese endlosen Verfahren der Vergangenheit angehören. Und was würden Sie noch reformieren? Also mehr Geld, dann diese Entschädigungszahlung. Wie würden Sie die Löcher stopfen? Ja, ich glaub, da angeblich zu den Medien führen? Da sind wir ja beim nächsten Problem. Die Frage muss man sich ja auch einmal stellen. Die Justiz ist eine mögliche Stelle, wo das rausgeht. Ich vermute, dass vieles dort rausgeht. Aber vergessen Sie nicht, dass es auch ÖVP-geführte Polizeieinheiten gibt, so wie das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung, an deren Spitze wir unappetitliche Enthüllungen im wahrsten Sinne des Wortes erlebt haben in den letzten Wochen. Ja. Der Verantwortliche ist eh sanft abgezogen worden, statt dass man bei Kopf und Loch rausgeschmissen hätte. Aber das kann ja auch von dort kommen. Haben Sie ein Wort vom Herrn Kurz über mögliche Leaks aus dem Polizeiapparat gehört? Das muss man sich auch einmal genauer anschauen. Und das Blöde ist, dass das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung, das an der Spitze Kohlrauben Schwarz ist, ja eigentlich dann die Einheit wäre, die wiederum die Leaks suchen muss. Da sind wir dann wieder bei diesem geschlossenen System, wo die eine Krähe der anderen kein Auge aushackt. Was muss passieren, dass die Leaks geschlossen werden? Also ich würde das hart unter Strafe stellen. Hart unter Strafe stellen und vielleicht sogar eine eigene Truppe einsetzen, die diesen Verdachtsmomenten nachgeht. Der Herr Kurz wird ja bald die Gelegenheit haben, dann auch selber auszusagen. Er hat ja gesagt, dass er darüber informiert wurde. Sie wollen wurde. Ja, genau. Den Kurz vor Gericht bringen? Sie haben Anzeige erstattet? Ja, aber als Zeuge will ich ihn vor Gericht bringen. Sie haben Anzeige erstattet? Gegen Unbekannt, weil er gesagt hat, dass Staatsanwälte offensichtlich Journalisten gegenüber Aktenteile offenkundig gemacht haben, also amtsmissbräuchlich vorgegangen sind. Jetzt ist der Sebastian Kurz quasi der erste greifbare Anknüpfungspunkt bei der Verfolgung von solchen Straftaten. Mhm. Und dann gehört da ordentliche Schmalz drauf. Das ist kein Kavaliersdelikt, wenn hier amtsmissbräuchlich vorgegangen wird und Dinge aus Verschlussakten enden. Ja, dann soll halt einmal einer von denen sitzen gehen, dass er dann auch weiß, wie es auf der anderen Seite ausschaut. Mhm. Und der Herr Kurz soll als Zeuge aussagen, ja. Wer ihm das gesagt hat, glauben Sie, dass er da geschwindelt hat oder glauben Sie, dass ihm wirklich ein hochrangiger Zeitungsausgeber, ich weiß nicht, darf ich dazu sagen, gesagt hat, dass er von der Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft die Akten bekommt? Ja, ich würde halt gerne einmal haben, dass er dann auch in einem solchen Verhör sitzt und sich mit einem Staatsanwalt auseinandersetzen muss und eine Befragung über sich ergehen lassen muss. Ja? Mhm. Weil das ist immer so salopp alles dahingesagt, ja? Und ich setze etwas ab und dann bin ich schon wieder weg und kümmere mich um irgendetwas anderes. Wenn er es ernst meint mit seinem Stopfen von Leaks, dann haben wir jetzt einen super Anknüpfungspunkt, nämlich ihn selber. Ja? Und dann soll er seinen Beitrag dazu leisten und die Namen nennen. Dann sind wir schon einen großen Schritt weiter. Und wenn er sagt, er nennt die Namen nicht? Ja, dann nehme ich ihn erst, dann nehme ich ihn überhaupt nicht ernst, wenn er den Kampf gegen Leaks ausruft, weil dann leistet er den Beitrag nicht, den er leisten könnte. Also Sie sagen, das Ganze ist eine Show mit einer Showmeisterin, die Oberstaatsanwältin ist, ohne je Staatsanwältin gewesen zu sein. Das, was Sebastian Kurz hier als große Reformpunkte vorschlägt, hat ihn bis vor wenigen Wochen, eigentlich bis vor wenigen Tagen, überhaupt nicht interessiert. Und jetzt hat er de facto drei Dinge hergenommen, die eigentlich selbstverständlich sind für jeden, der sich mit der Justiz befasst, nämlich mehr Personal, mehr Geld und die Löcher stopfen. Also ich weiß nicht, wer die ÖVP daran gehindert hat. Die sitzen seit ewigen Zeiten im Finanzministerium, also haben sie das Geld, und sie sitzen seit 2008 im Justizministerium. Na bitte schön, wer hat die beiden Ressorts daran gehindert, diesen Notstand in der Justiz erst gar nicht aufkommen zu lassen? Gut, das war die erste Runde. Herbert Kickl, jetzt habe ich nicht mehr unterbrochen. Ich hoffe, es gibt keine Postingseite auf Ihrer Seite. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann will ich vom Herbert Kickl wissen, wie sieht er diese türkis-grüne Regierung nach einem Monat und wie sieht er die FPÖ? Was passiert jetzt mit Strache und Co.? Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Live. Ja, zweite Runde in einem sehr spannenden und sehr wortgewaltigen Interview am Mittwoch. Herbert Kickl ist endlich wieder bei mir, ich freue mich. Ich habe schon gesagt, ich habe schon fast Entzugserscheinungen. Wer so lange nicht da war, hat mich natürlich prompt aber gleich, Sie schauen noch nicht schlecht aus. Prompt gleich betoniert, wie ungezogen ich bin, dass ich ihn dauernd unterbreche. Aber jetzt werden wir schauen, dass das im zweiten Teil nicht mehr so passiert. Denn jetzt sind sowieso Sie am Wort, Herr Kickl. Ich würde von Ihnen gern wissen, wir haben jetzt 6 Wochen Regierung, fast. Mhm. Ja. Wie fällt denn die erste Bilanz des FPÖ-Co-Chefs,
Herbert Kickl aus, was seine Nachfolger in der Regierung anbelangt, also den neuen Innenminister, die neue Verteidigungsministerin, die Justizministerin etc. Wie sehen Sie denn diese türkis-grüne Regierung? Lass uns vielleicht einmal mich am Beginn ein paar allgemeine Dinge dazu sagen. Für mich ist es weniger eine Koalition aus Schwarz und Grün oder eine neue Regierung. Das ist für mich vielmehr ein heilloses Durcheinander und ein Nest von Widersprüchen, das wir da jetzt in den letzten Wochen erleben. Es gibt so gut wie kein relevantes Thema, wo nicht der eine Hü und der andere Hot sagt. Also denken Sie an die Sicherungshaft zum Beispiel. Die ÖVP sagt, das wollen wir haben, ja, wohl wissend, dass das wahrscheinlich nur in einer Verfassungsvariante geht. Die Grünen sagen, wir wollen es auf keinen Fall im Verfassungsrang haben. Da geht es drunter und drüber. Denken Sie an das Kopftuchverbot für Lehrerinnen. Die ÖVP sagt, das ist gut und das ist notwendig. Die Grünen sagen, das braucht man nicht. Denken Sie ans EU-Budget. Der Herr Kurz sagt, wir zahlen keinen Euro mehr und machen ein Veto. Die Grünen richten ihm aus, das geht überhaupt nicht, weil ein Veto ist uneuropäisch. Abstrahier von den Widersprüchen, die die ÖVP da in den eigenen Reihen hat. Denken Sie an die Seenotrettung, wo die ÖVP sagt, das wollen wir eigentlich nicht haben, dass diese Mission fortgesetzt wird und diese Leute nach Europa gebracht werden. Die Grünen sagen, selbstverständlich in Gestalt vom Herrn Anschober. Und da gibt es viele solche Beispiele, also ein heilloses Durcheinander, das ist das Erste. Das Zweite, was wir erleben, ist ein Ineinander-Hineinregieren. Nicht? Der Anschober macht Außenpolitik und spielt den Reserve-Innenminister in Flüchtlingsfragen. Die Frau Edstadler, die Frau Staatsanwältin ohne Staatsanwaltschaft, mischt sich bei der Frau Zadic ein. Also das ist eigentlich ein Sauhaufen, muss man ehrlich sagen. Ein Sauhaufen, was das betrifft. Ein Sauhaufen. Und das Dritte ist, was man allgemein feststellen kann, ist, einen Tag macht man einen Schritt nach vorne, am nächsten Tag macht man einen Schritt zurück. Die Frau Zadic hat gestern vollmundig angekündigt, jetzt steht die Anklage bei den Eurofightern unmittelbar bevor. Heute rudert schon wieder zurück. Der Herr Innenminister hat gesagt, er macht jetzt an der Grenze lauter kleine Dreiskirchens, die größte Schnapsidee, die es überhaupt gibt. Ja. Am nächsten Tag rudert er schon wieder zurück. Das ist quasi der Gesamteindruck, den diese Regierung einmal abgibt. Wieso ist das eine Schnapsidee, diese Auffangzentren? Weil es überhaupt nichts bringt, außer zusätzliche Kosten und eine Belastung der Bevölkerung in den Orten an der Grenze. Ja? Wenn Sie jemanden dort schnappen und aufgreifen, ja, dann macht es überhaupt keinen Sinn, jetzt für den dort eine eigene Infrastruktur aufzubauen, die es ja bis dato nicht gibt. Soll gefälligst nach Dreiskirchen. Den bringe ich doch nach Dreiskirchen oder nach Schwechat, wo es das alles schon gibt. Ja? Und wenn ich ihn unmittelbar an der Grenze aufgreife, dann weiß ich eh, woher er gekommen ist und wohin er zurückzuschieben wäre. Da habe ich überhaupt keinen Nutzen von dem Ort an der Grenze, sage ich nur dazu, außer zusätzliche Kosten. Und was glauben Sie, die Beamten müssen ja dann von Dreiskirchen oder sonst woher dorthin verlagert werden oder hin und her fahren. Das ist doch alles ein Riesenballerwatsch, was da erzählt wird. Entschuldigen die Abschreifung, ja? Wir waren bei der Regierung. Ihre Bilanz nach eineinhalb Monaten. Und dann schauen ein Sauhaufen ist Ihre Bilanz. Also vom Erscheinungsbild her, von der Abstimmung untereinander ist es das. Und dann schauen wir uns an, was inhaltlich übrig geblieben ist. Sie haben bis jetzt große Ankündigungen in Gestalt der Steuerreform, Entlastung der unteren und mittleren Einkommensstufen. Aber das ist eins zu eins das, was schon in unserem Regierungsprogramm festgelegt worden ist, was wir selber schon in der vergangenen Regierung 3 oder 4 Mal auch der Öffentlichkeit präsentiert haben und wo Hubert Fuchs drinnen steht, vom ersten bis zum letzten Buchstaben. Das Zweite ist, dass es mehr Polizisten gibt. Da geht er herum, der Herr Nehammer, mit 4.300, davon haben 4.100 schon wir gebracht. Also da ist überhaupt noch nichts da. Das Einzige, was wir kennen inhaltlich, sind Autofahrerpflanzerei. Die 140er-Tafel muss weg, bringt überhaupt nichts für die Umwelt, null, niente. Die Toleranzgrenzen sollen jetzt sinken, also wenn man ein bisschen schnell fährt, dann soll man nicht mehr ein Auge zu, sondern dann soll man gleich voll abkassiert werden. Ja. Hat weder mit der Verkehrssicherheit was zu tun, wenn alle nur mehr auf den Tacho schauen, ja, statt vorn raus, noch ist es ein Beitrag für einen effektiven Umweltschutz. Aber das sind die einzigen konkreten Maßnahmen. Wahrscheinlich ist das der Grund, auch Herr Fellner, warum die Leute bei Ihnen nicht einmal ein Zeugnis gekriegt haben, jetzt zu Semester, weil es noch nichts gibt. Ja. Außer schlechtes Betragen. Nach einem Monat ist ein bisschen schwierig. Herr Kiel, wenn Sie das Zeugnis verteilen sollten, wer kriegt denn einen Einser? Na, da gibt es keinen Einser. Gibt es jemanden, der einen Zweier oder einen Dreier? Die haben doch keine Spuren bis jetzt noch hinterlassen in irgendeinem positiven Sinn. Also es gibt durchgängig 5, aber gibt es vielleicht jemanden, der einen 4er kriegt?
Die Frau Edstadler vielleicht oder nein, die Frau Tanner. Das sehe ich überhaupt nicht, ein, Herr Fellner, aus dem einfachen Grund, weil diejenigen, die man vielleicht noch pfleglich behandeln müsste, sind diejenigen, die überhaupt noch nicht aufgefallen sind. Da kennt man noch nicht einmal den Namen. Da frage ich mich dann übrigens immer, wie das bei Ihnen zustande kommt, dass diese Leute so gute Bewertungen haben in den Sympathieumfragen. Die kennt ja keiner. Ja. Also, Sie meinen, einen Teil der Regierung kennt man gar nicht, zum Beispiel die Frau Raab oder so ähnlich. Ja. Was macht eigentlich die Frau Lunacek? Was macht die? Oberwahl. Ah, ja gut, ja. Einer muss ja hingehen, wenn der Strache schon nicht kommt. Vielleicht ist sie der neue Stargast vom Lugner, ich weiß nicht. Was haben Sie zu Frau Zadic? Ja, die Frau Zadic ist teilweise, habe ich jetzt das Gefühl, Passagier im eigenen Ministerium. Ja, also ich hätte das nicht zugelassen, dass mir der Sebastian Kurz da brutal hineingrätscht, ja, und die Frau Edstadler gleich noch mit dazu, weil das ist de facto jemanden die Kompetenz aus den Händen nehmen. Und da muss sie jetzt sehr, sehr aufpassen, dass sie nicht dadurch, dass sie das alles noch mit abwinkt, dass sie zu dem allen Ja und Amen sagt, dass sie da nicht Teil, sehr, sehr schnell Teil des schwarzen Systems wird. Und ich habe ja deswegen auch gesagt, dass die Frau Zadic in diesen Stunden und in diesen Tagen an einer Weggabelung steht. Entweder sie meint das ernst, was sie auch mit Peter Pilz immer gesagt hat, dass sie nämlich die schwarzen Netzwerke aufdecken will, dann hat sie jetzt die beste Gelegenheit im eigenen Haus. Ja? Oder es gilt jetzt das, was sie vor einem Tag gesagt hat, es gibt keine Netzwerke, na, dann ist sie Teil des schwarzen Systems. Ja, das ist aber dann interessant, weil ich erinnere nur daran, was man plakatiert hat. Was würde denn der Anstand tun, Frau Zadic? Das Spannende an Ihnen, Herr Kickl, ist ja, Sie haben das ja 1,5 Jahre erlebt. Sie waren ja sozusagen das Mastermind der Blauen, das ja immer dieser ÖVP-Übermacht gegenübergestanden ist. Und ihr habt es eigentlich, muss man ja respektvoll anerkennen, ganz gut über die Bühne gebracht, von denen nicht erdrückt zu werden. Wie ist Ihnen das gelungen, weil auch Sie werden ja wahrscheinlich erlebt haben, dass sie die ÖVP aufschnupfen wollte, oder? Also ich kenne ja das auch aus den Regierungsverhandlungen mit der ÖVP, wo man dann ganz am Ende hergegangen ist und eigentlich etwas Ungeheuerliches machen wollte, nämlich quasi uns einen Passus damit hineinzugeben in dieses Regierungspaket, dass wir keine personellen Änderungen vornehmen dürfen in einem Ressort, das vorher der Koalitionspartner gehabt hat, ohne die Zustimmung des Koalitionspartners. Das hat genau ein Ressort betroffen, das war das Innenministerium. Ja, ich habe einen Fehler nicht gemacht und zu diesem Ding Ja und Amen gesagt, sondern ich habe gesagt, also wenn das so ist, dann stehen wir auf und gehen wir. Ja, weil ich lasse nicht, bevor ich beginne, überhaupt zu, dass da irgendjemand im Territorialbereich eines Ministers... Das heißt, man wollte sie enteiern, bevor sie überhaupt begonnen haben. Genau so ist es. Und jetzt muss die Frau Zadic aufpassen, gut, enteiern, das wird bei ihr nicht gehen, aber dass man ihr nicht das Wasser im eigenen Ressort abgräbt. Und ich habe dem Herrn Kurz schon klar gemacht, er kann gerne etwas dazu sagen, aber entscheiden im Innenressort tut der Innenminister. Ich weiß, der Herr Kurz träumt immer von dieser Vollmacht, wie sie die Kanzlerin Merkel in Deutschland hat, aber ich habe ihm ein paar Mal erklärt, dass er nicht die Frau Merkel ist und die österreichische Verfassung nicht die deutsche. Sie waren ja eigentlich in derselben Situation wie die Frau Zadic. Nein, Sie waren ja auch in diesem Sandwich, hier Kurz, hier Edstadler, dazwischen war der schmale Kickl, wenn man so sagen darf, mit seiner Sportlerfigur. Und die zwei haben versucht, sie zu erdrücken. Ist denen ja nicht gelungen, wenn man davon absieht, dass sie am Schluss dann erschossen wurden. Ja, wobei man sagen muss, mit einem Ball würde ich sagen, weil dann sagen wir beim anderen Bütt, den Elfmeter hat dann schon der Strache aufgelegt, ja, wo mich dann der Ball getroffen hat. Letztendlich haben wir den Ball durch sie durchgeschossen. Ja? Sagen wir es einmal so. Aber die Situation ist ähnlich. Man versucht sie zu erdrücken, oder? Mich würde es nicht wundern, ja, natürlich. Sie haben ja die Frau Edstadler schon als Nanny gehabt in Ihrem Ressort. Ja, aber das hätte man nicht gemerkt, nicht? Also die Frau Edstadler hat keine Spuren im Innenressort hinterlassen, sondern die ist halt durch die Lande gezogen und hat ihre türkise Garderobe ausgeführt. Ja, also aber, das war für Sie kein Problem, dass nein, Sie das da in diesem Sandwich Kurz Edstadler das haben. Das haben wir im Griff gehabt. Indem Sie jetzt die Frau Zadic erwischt hat. Und ich glaube, wir haben dem Herrn Kurz sehr schnell klar gemacht, dass
bei der Herrengasse unten bei der Tür die Grenze seines Einflussbereichs ist. Natürlich ist es schwierig, wenn man dann auf einer Beamtenschaft, mit einer Spitzenbeamtenschaft konfrontiert ist, die natürlich kohlrabenschwarz ist, im Innenressort ja noch viel länger als im Justizressort. Aber die Frau Zadic hat wahrscheinlich ähnliche Probleme mit ihren Spitzenbeamten, wie ich es hatte. Wird der Herr Kurz die Grünen erdrücken und eine praktisch Rechtsmitte-Regierung im Stil und auch im Geiste von Türkis-Blau machen? Oder werden die Grünen, wie sie ursprünglich ja befürchtet haben, die ÖVP nach links umdriften? Derzeit hat man eher das Gefühl, die ÖVP inhaliert die Grünen. Was die Ankündigungen betrifft, ja. Aber man muss ja dann immer schauen, bei der ÖVP gibt es zwei Wirklichkeiten. Das eine ist das, wie man die Auslage dekoriert, das andere ist, was sich dann hinten im Geschäft abspielt. Ja. Und ich habe das oft genug erlebt, dass man da sozusagen wirklich den harten Hammer raushängen lässt von Seiten der ÖVP und hinten herum wird dann interveniert, damit man die harten Maßnahmen dann auch wieder abschärft. Ja. Und wir haben es jetzt zum Beispiel bei den Lehrlingen mit den Asylwerbern in der Lehre, dort haben wir das ja auch, wo der Herr Nehammer sagt, es darf keiner mehr eine Lehre beginnen. Und jetzt haben wir schon die ersten Gerichtsurteile, wo sich die Leute in die Lehre wieder hineinklagen und die ÖVP sagt, da kann man halt nichts machen. Nicht? Und das zeigt, man tut viel, viel härter, als man in der Sache ist. Und deswegen bin ich immer vorsichtig mit diesem Fortsetzen des türkis-blauen Kurses, weil dort haben wir darauf geschaut, dass eben dieses falsche Agieren in den Hinterzimmern, dass das nicht passiert. Bei den Abschiebungen Leute wieder von der Liste nehmen, Interventionen nachgeben und, und. Das ist ja jetzt wieder möglich im schwarzen Apparat. Wer wird denn diese Regierung dominieren? Wird es eine Regierung, in der der Herr Kurz macht, was er will, was er bei Ihnen ja nicht tun konnte? Oder wird es eine Regierung, in der die Grünen letztendlich die ÖVP umfärben? Also, dass die Grünen die ÖVP umfärben, das glaube ich nicht. Sondern die Grünen werden dann halt einmal irgendwann sich überlegen müssen, was von ihren vollmundigen Ankündigungen auch übrig geblieben ist und wo sie sich wirklich durchsetzen. Ansonsten werden sie sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, ein zusätzlicher Bund der ÖVP zu sein. Herr Kickl, jetzt war eigentlich die Meinung bei Ihnen, beim Herrn Hofer, auch bei vielen Journalisten die, dass man gesagt hat, wann Türkis-Grün kommt, dann wird es sozusagen ein super Elfmeter, um in Ihrem Sprachgebrauch zu bleiben, für die FPÖ. Da braucht sich nur noch aussuchen, ob sie ins linke oder ins rechte Kreuzeck trifft. Ja? Weil dann wird diese Regierung nach links rücken und die FPÖ-Wähler, die zum Kurz gegangen sind, werden sehr schnell wieder zurückkommen. Aber das schaut derzeit in den Umfragen nicht ganz so aus. Herr Fellner, mit Ihren Umfragen. Ich weiß nicht. Also ich habe letztens am Wochenende habe ich eine gesehen, wo die Freiheitliche Partei bei 15-16% liegt. Bei Ihnen liegen wir bei 11%. Naja, nur wenn der Stache dazu hat, das ist ja Unterschied. Ich meine, das wissen wir ob nicht. Ob ich jetzt den Stache abfrage oder nicht, wenn ich den Stache nicht abfrage, sind Sie bei 14-15%. Jetzt haben wir noch nicht einmal eine Wiener Landtagswahl, wo es eh noch die Frage stellt, wird es der Landtag, wo er einzieht, oder das Landesgericht. Das ist ja auch noch eine Sache. Ob der Stache in den Landtag einzieht oder ins Landesgericht. Das ist ja auch noch nicht ganz klar. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Und dann fragen Sie schon nach Nationalratswahlen irgendwann einmal. Und jetzt blicken wir nur ein Jahr zurück. Wer hätte im Februar des letzten Jahres gedacht, dass ein paar Monate später alles ganz anders ist. Sehen Sie, und so ist es auch in der Politik. Und ich verstehe überhaupt nicht diese depressive Stimmung, die Sie da dauernd in Richtung FPÖ zu verbreiten versuchen. Sie mit Ihren Umfragen und ich die Journalisten. Erstens einmal ist das eh nichts Neues. Und zweitens erinnert es mir ein bisschen an den Umgang mit dem Donald Trump. Dem sagt man auch jede Woche den Untergang für die nächste voraus oder spätestens fürs nächste Monat und. Und jetzt, wo es darauf ankommt, nämlich kurz vor der Wahl, ist er stärker als je zuvor. Herbert Kickl-Trump sozusagen, wunderbar, ja, gefällt mir das Bild. Aber Sie müssen ja mega sauer auf den Herrn Strache sein, oder? Der hat Ihnen ja wirklich einen Schaden angerichtet, sind Sie mir nicht besser.
Der wäre eigentlich schadenersatzpflichtig bei Ihnen, oder? Noch einmal, ich habe dieses Kapitel jetzt abgehakt, was überhaupt nichts nutzt. Ich kann ja nicht mit einer Zeitmaschine zurückreisen und ihn daran hindern, den Flieger nach Ibiza zu besteigen. Das kann ich ja nicht. Ja? Ja, das hätten Sie können, weil Sie waren ja sein Mastermind zu dieser Zeit. Ja, nur hat er nicht gesagt, dass er auf Ibiza nicht Urlaub macht. Das war ja immer, das war ja der Familienurlaub, der ja jedem gegönnt ist. Aber es war nicht davon Sie die Rede, dass ja man dort... Sie haben ja gesagt, er soll nicht so oft nach Ibiza fahren, weil man dort, das nicht gut kommt, angeblich. Ja, das habe ich ihm schon gesagt. Das haben Sie das gesagt, hab ich schon gesagt. Ja, was haben Sie gesagt, genau? Ich habe gesagt, das schaut nicht gut aus, ne, weil es ist ja auch vollkommen klar. Sie haben gesagt, das schaut nicht gut aus, wenn er dann nach Ibiza fliegt. Naja, wenn ich dort in irgendwelchen, ich weiß nicht, wie man das nennt, VIP-Lokalen oder sonst irgendetwas verkehre und gleichzeitig bin ich der Chef der sozialen Heimatpartei, dann orte ich hier ein gewisses Missverhältnis. Also Sie haben gesagt, lass das Ibiza bleiben. Ja, wir haben natürlich auch darüber gesprochen. Aber da war von Milliardären nicht die Rede. Nein, da war es dann der Familienurlaub. Und jetzt ist er also dort hineingetappt in diese Falle und das ärgert Sie wahnsinnig, nehme ich an. Der hat Ihr Lebenswerk zerstört. Er hat das Lebenswerk, sage ich mal, von tausenden freiheitlichen Funktionären, von ehrenamtlichen Leuten, das hat er zerstört. Um mich braucht sich niemand Sorgen machen und unsere Führungsleute ja auch nicht. Und für diese Partei Mir tun die Leute leid, die damals 2005 bei der Freiheitlichen Partei geblieben sind, die das alles mit aufgebaut haben. Bei Strache gibt es ja nur mehr ich, wir, das Wort kennt er ja gar nicht mehr. Ja? Mhm. Und die jetzt sozusagen für etwas zum Handkuss kommen, wo sie nichts dafür können. Die tun mir leid und deswegen ärgert mich das Ganze. Er hat ja zu mir gesagt, er findet es extrem unfair, wie Sie sich aufregen, Sie hätten deutlich mehr verdient als er. Gehaltsmäßig. Es gibt eine Gehaltsbeschränkung für einen Clubobmann, der ich jetzt im Übrigen auch unterliege. Ja. Ja. Und ich habe mir durch eine Reihe von, sagen wir so, von Wahlerfolgen, ja, von denen immer der Herr Strache profitiert hat, natürlich auch ein Gehalt verdient. Ja, das ist immer mit einer Riesenverantwortung einhergegangen. Sie können mal glauben, Herr Fellner, viele haben nicht aufgezeigt, wo es darum gegangen ist, die Verantwortung für Wahlen in schwierigen Situationen zu übernehmen. Sie haben ja für den einen Wahlkampf nach dem anderen gewonnen. Aber ja, das tut weh im Nachhinein, wenn man das sieht, dass man das alles aufgebaut hat und dann ist das hin, oder? Ja, es ist schade, dass ein großes und, wie ich meine, für Österreich wichtiges Erneuerungsprojekt auf der politischen Ebene, dass das durch eine solche Blödheit in Wahrheit dann den Bach hinuntergeht. Und da braucht man nicht drüber diskutieren, wenn Strache nicht dort sitzt und diesen Blödsinn verzapft, dann gibt es den Elfmeter nicht, den Sebastian Kurz verwertet hat. Und wie wir jetzt wissen, hat Kurz vielleicht schon früher auch gewusst, dass er quasi diesen Trumpf in der Hand hat und das heute dann für noch verwerflicher, dass Strache uns darüber nicht informiert hat. Ja? Weil damit sind wir ja auf einem Vulkan gesessen in Wahrheit. Sie spielen jetzt darauf an, dass ein enger Berater des Strache schon ab 2015 gewusst hat, dass es einen Bodyguard gibt, der auspacken will. Ja, heute habe ich gelesen in zwei Zeitungen, dass auch ein der ÖVP nahestehender Berater, offensichtlich jemanden, der der SPÖ nahesteht, kontaktiert hat und ihm bestimmtes Material auch angeboten hat. Mhm. Ja? Mhm. So, das heißt also, die ÖVP war offensichtlich auch schon von bestimmten Vorwürfen im Jahr 2015 in Kenntnis. Das heißt, wir sind in Wahrheit auf einem Vulkan gesessen. Das ist wie im Yellowstone-Nationalpark. Nicht? Das ist die schönste Landschaft und darunter ist der Supervulkan. Mhm. Und eine ganze Partei und die Regierungsmannschaft in ein solches Projekt hineinzuführen, ohne zu sagen, da war was und vielleicht stehen wir vor einer großen Problematik und ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, wenn es dann darum geht, sozusagen, vielleicht bin ich mir eine Gefahr. Sie hätten ihm gesagt, lass es bleiben. Naja, da hätte ich gesagt, aber dann musst du wirklich überlegen, ob du da der Richtige bist, um dieses Projekt mit anzugehen, weil über dich kann ich die ganze Mannschaft aussprengen. Was ja dann der Fall war. Und wenn der jetzt gegen Sie bei der Wienwahl antritt, dann halten Sie das für Sauerei? Sie meinen gegen die Freiheitliche Partei? Ja. Ich nehme das wieder Dominik Thiem, der kann sich auch nicht aussuchen, gegen wen er spielt. Nee, aber es ist trotzdem ein Unterschied, ob sein eigener Trainer gegen ihn spielt. Na, das ist nicht der eigene Trainer. Gegen mich spielt er ja nicht, sondern er spielt oder dann ob der gegen Spieler gegen seinen Trainer spielt. Der Trainer war nicht Sie, muss man sagen. Aber man kann sich in der Politik nicht aussuchen, wer gegen jemanden antritt. Ich kann diese Euphorie in Richtung Strache, die da manche Medien haben und diese Zahlen nicht nachvollziehen. Die Kombination Rumpold-Strache, die hat es schon einmal gegeben. Das war allerdings dann im ökonomischen Bereich. Das Ergebnis war ziemlich ein Bauchfleck, wie wir alle wissen, mit
einer schönen Pleite. Und ich glaube, so wird das Ganze auch politisch enden. Herr Kickl, zum Abschluss die Frage. Wie bringen Sie jetzt die FPÖ wieder in Schwung? Weil Sie sind ja angetreten, diese FPÖ neu zu starten, wirklich wortgewaltig auch in den Wien-Wahlkampf zu führen, im Parlament aufzumunitionieren. Und letztendlich ist Ihr Ziel, in den Umfragen, egal ob Sie von mir, vom Profil oder von sonst wen sind, wieder auf Platz 2 zu kommen, nehme ich an. Also unser Ziel ist es, bei den Wahlen stark abzuschneiden. Mhm. Und da rede ich von 20% und einem Ergebnis darüber. Das ist der entscheidende Schon Punkt. Schon in Wien reden Sie von 20%. Ich werde jetzt den Wiener Freunden nicht reinreden, aber ich erwarte mir ein gutes Ergebnis auch in Wien. Und ehrlich gesagt, was kann man tun, wenn ein solcher Vertrauensverlust passiert ist, wie er passiert ist? Man kann sie nur herausarbeiten. Ja? Und durch Arbeit überzeugen und durch die eigenen Verhaltensweisen an den Tag legen, dass man nicht so ist, wie manche durch ihr Erscheinungsbild die Öffentlichkeit vielleicht glauben machen, dass alle Freiheitlichen sind. Und gegen das muss man sich verwehren. Und das wird eine Zeit lang dauern. Selbstanwendung bei dem, was man tut, und konsequente politische Arbeit im Interesse der Österreicher. Ich glaube, Österreich braucht eine ordentliche Mitte-Rechts-Partei. Eine Rechtspartei, das ist die Freiheitliche Partei. Ja, alle anderen sind sage ich mal, links infiltriert. Und das wird sich bei den Wahlen auch entsprechend in Stimmen niederschlagen. Und Ihre inhaltliche Ansage für die FPÖ jetzt? Ja, wir brauchen das Rad nicht neu erfinden. Wir brauchen nur die patriotische Politik, die wir gemacht haben, weiter fortsetzen. Wir müssen nur schauen, dass wir eine sozial gerechte Komponente in diese politische Debatte mit einführen, wobei sozial das Gegenteil von sozialistisch ist. Für das stehen wir dann auch nicht zur Verfügung. Das ist eine wesentliche Komponente, und dass die Leute, die bei uns die Leistungsträger sind, dass die nicht sozusagen jetzt unter dem Ökomäntelchen abkassiert werden und geschädigt werden von vorn bis hinten, so wie es gegenwärtig ausschaut. Allerletzte Frage, nur ganz kurz zum Schluss noch. Sie sind heute sehr emotional geworden, weil in Italien gegen Salvini, mit dem Sie ja da eine durchaus gemeinsame Linie in der Flüchtlingspolitik verfolgt haben, Ermittlungen und ein Justizverfahren in Gang gesetzt werden, das halten Sie für indiskutabel? Ich habe gesagt, also was wir jetzt erleben, ist, dass das Schlepperimperium zurückschlägt. Ja? Und jetzt schließt sich ein bisschen der Kreis, jetzt sind wir wieder bei der Justiz und ihrer Rolle. Also was ich nicht verstehe und was viele Menschen nicht verstehen, wenn man mit ihnen bei Stammtischen und so weiter redet, ist, wie es möglich ist, dass Spitzenvertreter einer Regierung völlig ungestraft davonkommen, wenn sie abertausende Leute völlig unter, als ob es keine Gesetze gäbe, ins Land hereinlassen mit all den negativen 2015. Folgewirkungen, die es gibt, 2015, und vieles davon wird ja immer noch betrieben, es hat sich ja nicht wirklich so viel geändert, ja, dass das null Konsequenzen hat. Und wenn dann jemand darauf schaut, dass die eigene Bevölkerung nicht unter die Räder kommt, wenn man solche Schiffe nicht anlanden lässt, solche Schlepperschiffe, was anderes ist es ja nicht, dann wird der Justiz ausgeliefert. Und wenn diese Entwicklung so weitergeht, dann werden wir irgendwann einmal den Punkt erreichen, wo die Leute die Justiz nicht mehr verstehen, und dann wird es gefährlich für die Justiz. Und das können wir ja alle nicht wollen. Also ich halte es für unglaublich, was da passiert. Sie sagen, in Italien ist ein Punkt erreicht, der Ihrer Meinung nach indiskutabel. Ja, aber wir haben das ja bei uns auch. Da wird ja auch der Frau Rakete, werden Preise umgehängt und Ähnliches. Wofür? Für Schlepperei. Für Schlepperei. Und da zeigt sich ein krasses Missverhältnis, und da gibt es halt die Freiheitliche Partei, die dann versucht, abseits von diesen ganzen schönfärberischen Vokabeln, wo man dann sagt, das ist Seenotrettung und das ist ein Akt der Humanität, das ist das Gegenteil. Es ist ein Akt der Blödheit, es ist ein Akt sozusagen der organisierten Kriminalität, den Leuten zu erklären, womit wir es wirklich zu tun haben, damit man da nicht den Falschen auf den Leim geht. Gut, danke Herbert Kickl. War spannend, mit Ihnen über diese Justizdiskussion zu reden. Ich hoffe, ich habe Sie bald im Studio. Sonst kommen wir mal auf den Berg mit der Kamera. Ja, war interessant, ja, ein interessantes Projekt. Interessantes nächstes Ding. Man muss ja nicht den Hofer nur im Flugzeug interviewen, man kann ja auch den Kickl am Berg interviewen. Aber mit Ihnen. Mit mir. Gut, das war Herbert Kickl zum Beginn des heutigen Fellner Live am Mittwoch. Jetzt wird es gleich spannend und jetzt wird es auch gleich lustig, denn jetzt kommt einer der schillerndsten Österreicher ins Studio, und zwar einer, der von sich sagt, ich bin das klassische Justizopfer in diesem Land. Hannes Kartnick ist wieder da und jetzt live bei Fellner Live.